Haben die Menschen im Mittelalter wirklich ihre Nachttöpfe auf die Straße entleert? Geschichtsfenster, die schnelle Quelle. Dieses Bild kennen die meisten von uns. Entweder aus dem Schulbuch oder eben als Beleg dafür, dass die Leute das getan hätten. Aber wir sehen immer nur diesen Ausschnitt. Das Bild stammt aus dem Buch Das Narrenschiff von Sebastian Brandt, erschienen 1494. Und darum geht es um alle Arten von Narren. Und hier auf dem ganzen Bild sieht man eben, es geht um die Narren, die nachts lärmen und musizieren. Die Frau darauf ist nur eine Nebenhandlung. Urin war im Mittelalter ein Rohstoff, der war wertvoll, den hat man nicht einfach weggegossen, den brauchten Gerber und Färber und für die Schießpulverherstellung hat man es ebenfalls gebraucht. Und in einer Ständegesellschaft wäre es auch gefährlich gewesen, einfach etwas aus dem Fenster zu schütten, man hätte jemanden Höherstehenden treffen können, das wäre ärgerlich geworden. Abgesehen von satirischen Darstellungen wie dieser haben wir gar keine Belege dafür, dass das wirklich getan wurde.